tschechischer Ersatzführerschein beantragen. Wir machen nichts kaputt, sondern wir decken nur Mängel auf. Und ich muss ja sagen, gravierender Mangel beim tschechischen EU-Führerschein. Oder A, brutzelt seinen Lappen einfach in der Bratpfanne. Und das hat mir die Idee gegeben, zu diesem Video dranbleiben. Es wird lustig. So lange hält er nämlich gar nicht aus in der Pfanne. Das nächste Mal werden wir mal einen deutschen Führerschein und einen französischen in die Pfanne schmeißen und dann mal schauen, wie lange diese dann aushalten. Wir legen schon mal das ganze Werkzeug zurecht. Kann ja nie wissen, was passiert. Vielleicht wird das Ding auch abgefackelt. Ja, das ist gut, genau. Hier, und schau mal, hol noch einen Deckel raus, falls das Ding anfängt zu brennen. Jawohl, super, egal. Gar nicht? Ne, das ist schon heiß genug. Ah, ich bin mir jetzt so sicher. Grillmeister, schmeiß das Ding rein. Hopp. Oh, oh, er will sich. Oh! Passiert was? Kannst du was erkennen? Oh, 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 oh. Okay, okay. Schieb noch mal ein bisschen zusammen. Schieb noch. Genau, so. Bisschen schieben, genau. Genau. Wir wollen ja morgen so abgeben beim Magistrat. Verstehst du alles? Ne, das CZ sollst du lassen. Schieb mal noch von unten bis hier. Ne, das, ja, okay. Ne, von unten. Von daher schieben. So. So, siehst du? Meine Hände. Ja, okay. So, okay. So. Okay, mach mal das Feuer jetzt aus. Mach mal aus. Das Öl rausgießen und dann Wasser drüber. Ja, okay, hopp, hopp. Ah ja, super. So, also Leute, klasse, Sensation. So, oh, siehst du, also das kannst du da rausholen. Leute, ihr wisst ja, ich habe ja Maschinenbau studiert und da geht es auch um Veredelung, um Verhärtung, wenn Material gehärtet wird. Aber hier im tschechischen Führerschein ist es ein bisschen anders. So, gib mir mal den Führerschein raus, hol den mal raus. Gib mir mal in die Hand. Ist nicht mehr heiß, muss kalt sein jetzt, oder? Mhm. Herr, gib her. Geil. So. So, gib mal her. Hi. So. Liebe Leute, hier ist es der gegrillte Führerschein vom HD Schwing. Und mit diesem Führerschein werde ich jetzt zum Magistrat gehen und werde einen Ersatzführerschein beantragen. Und wie das dann alles sich verhält, das werde ich dir in diesem Video zeigen. Bis gleich. So, liebe Leute, die Stunde der Wahrheit wird gleich mal schlagen hier beim Magistrat in Karlsbad. Neben mir ist der Radek. Er wird auch seinen Antrag verlängern des Führerscheins stellen. Und wir werden über beide Führerscheinvorgänge exakt tracken und dich auf dem Laufenden halten und am Ende zeigen, wie das bei jedem von uns beiden funktioniert hat. Da sind wir jetzt eben bei der Abteilung Führerscheinstelle. Im Magistrat Karlsbad. Zwei nette, süße Führerscheine. Zeig mir deinen Führerschein noch mal da vorne. Und für diese beiden, wenn wir jetzt einen Antrag stellen zum Ersatzführerschein und beim Radek für die Verlängerung seines tschechischen Führerscheins. Ja, und außerdem, ich will, dass wir sagen, der ist aus Versehen in die Pfanne gefallen. Ich will ja nicht lügen hier beim Magistrat in Karlsbad. Wir sind ja ehrliche EU-Bürger. Also Leute, dranbleiben, es wird spannend. Diesen Antrag, den haben wir am 6. März gestellt. Die Gebühren gerade mal 5 Euro. Und wie es jetzt weitergeht, das siehst du gleich im nächsten Teil. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Like, den Kanal abonnieren und noch die Glocke aktivieren. Dann wirst du über alle neuen Videos sofort bei mir informiert.